So, hallo zusammen. Wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute mal mit einer anderen Apparatur, und zwar einer GoPro. Was ihr hier seht, ist eine GoPro 5 Black. Ich habe sie gekauft als defekt mit Wasserschaden. Ich hatte noch nie eine GoPro. Ich hatte mir überlegt, mir eine GoPro zuzulegen für, was auch immer, meine Videos vielleicht als zweiten Winkel oder einfach mal zum Basteln. Ich habe dafür 25 € gezahlt. Sie wird als, wie gesagt, defekt verkauft mit Wasserschaden. Ich habe sie vorhin einmal angeguckt und ausgepackt, und man sieht schon relativ deutlich anhand der weißen Stellen hier drin, dass doch einiges an Wasser reingelaufen sein muss. Man sieht es hier unten an der Stelle, sieht man Korrosion. Hier an der Seite das Weiße, hier in dem Eck ist Korrosion, hier an dieser Stelle. Also nicht so schön. Ich hoffe, das lässt sich überhaupt wieder in Gang kriegen. Ihr seht es auch hier in dem Display, ist Wasser gelaufen, die typische Wassertrocknung. Die Linse sieht okay aus, sieht trocken aus. Gucken mal noch mal in den HDMI-Port, der müsste hier sein. Wie gesagt, ich hatte noch nie die GoPro, deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich hier ein bisschen anfängermäßig unterwegs bin. Oh ja, man sieht hier auch Fokus, ein paar Korrosionsrückstände hier in dieser Stelle, weiß, weiß und auch hier im Deckel. Also kurzum ist es auf jeden Fall Wasser eingedrungen an der Stelle. So, wir gucken mal, ob sie noch funktioniert. Wie gesagt, sie wurde als defekt verkauft mit Wasserschaden. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass hier überhaupt irgendwas funktionieren wird an der Stelle. Aber wir testen es mal kurz. So, ich habe mal ganz kurz meine Powerbank geholt mit meinem kleinen Messgerät, dass man auch sieht, ob Strom fließt. Das Kabel war dabei, ein Akku war auch dabei. Man sieht es auch am Akku. Ich habe ihn schon geladen, es war ein separates Ladegerät dabei, so eine Ladebank. Aber man sieht es auch am Akku hier, dass auf jeden Fall an der Stelle Korrosion ist an den Kontakten. Es war noch ein zweiter Akku dabei, ein No-Name-Akku. Der hat das nicht, deswegen nehme ich jetzt mal den geladen. Habe ich beide, haben sich auch beide laden lassen. Aber zum Testen nehmen wir jetzt mal den an der Stelle. Also, Akku gehört so rum rein. Stecken wir mal rein. Zu. Und an. Und es passiert nichts wie erwartet. Also, der Akku ist geladen. Wie gesagt, ich habe ihn vorhin geladen vor dem Video. Hier ist eine LED meines Wissens. Okay, mit Akku passiert nichts. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das USB-Kabel USB-C direkt anschließen. Ob Strom fließt. Okay, also wir stecken mal an. Powerbank an. Oh, wir sehen ein kurzes Lebenszeichen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Kurzes rotes Aufleuchten, aber 5 Volt, aber kein Strom fließt. Gut, das kann sein, weil der Akku voll ist. Stecken wir es mal um. Aber habt es gesehen, kurz, und dann geht es wieder aus. Wir schalten sie mal an. Aber anschalten lässt sie sich auch nicht. Wir nehmen mal den Akku raus. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht ohne Akku. Keine Ahnung. Stecken nochmal ab. Stecken nochmal an. Blink, 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 blink.
Man sieht unregelmäßiges Blinken. Das sollte aber wahrscheinlich nicht so sein. Und aus. Okay, die Powerbank hat auch gerade ein bisschen gekämpft. Okay, aber es gibt zumindest ein gewisses Lebenszeichen. Wir drehen meinen USB-C-Port um. Ob es denselben Effekt gibt. 0,1 Ampere habe ich gerade gesehen. Und aus. Das Anschalten. Passiert gar nichts. Okay, wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, sie mal zu öffnen und mal reinzusehen. 0,3 Ampere. Dann flackert es ein bisschen. Aber irgendwas passiert, irgendwas lebt oder will starten oder will leben, aber sie geht nicht an. Sie ist kein Geräusch, kein. Ich weiß gar nicht, ob sie Geräusche macht. Ja, doch, sie hat einen Lautsprecher. Aber es passiert. Nichts, also nichts Nachhaltiges. Okay, gut, so. Also. Das Problem an den GoPros ist, habe ich lustigerweise auch nahe erst erfahren, ich habe sie mal gekauft und gedacht, repariere ich. Aber das Problem an den GoPros ist, erstens, es gibt keine Ersatzteile. Das heißt, man muss sich aus mehreren GoPros eine funktionierende zusammensetzen. Problem, ich habe nur eine. Und das Hauptproblem mit den GoPros ist, die Scheiße ist einfach verklebt. Das ganze Gehäuse hier ist verklebt, das Display hier hinten ist verklebt. Und um das runterzukriegen, braucht man echt einfach nur Gewalt. Also es gibt ein paar Videos, die die GoPro öffnen, die erwärmen das hier in dem Bereich oder erwärmen hin, also das Display kriegt man nicht raus. Es geht sofort immer kaputt, außer es ist kaputt, ein neues reingeht. Aber man kriegt das Display nicht im Ganzen raus, ohne dass das Glas kaputt geht. Das sagen zumindest YouTube-Videos. Ich habe es aber noch nie gemacht. Was aber auch ein Problem ist, ist die Frontscheibe. Also man hat hier Kleber und angeblich, also viele erwärmen es, aber was ich auch gelesen habe, ist, dass GoPro einen Kleber verwendet, der nicht weich wird, wenn er warm wird. Ich werde es mal testen. Ich habe hinter mir, ich zeige es dir mal ganz cool, hinter mir ja meinen 3D-Drucker, meinen Artillery. Da werde ich mal die GoPro nachher auflegen, aufs Heizbett um 80 Grad einstellen, mal sie aufheizen und dann mal gucken, ob wir den Kleber weich kriegen. Ansonsten muss man hier das Frontcase abnehmen und dann hoffen, dass man nichts kaputt macht. Aber es muss auf jeden Fall runter, weil da drunter sind Schrauben und dann kann man jetzt in den Lehm rein vordringen. Aber ich habe sowieso die Befürchtung, dass das ein Game Over sein wird, wenn ich hier nochmal reingucke. Aber okay, wir machen es jetzt mal. Ich mache es jetzt mal heiß und dann versuchen wir, dass wir es runterkriegen an der Stelle. Das heißt, man überspringe ich jetzt mal. Ich lege, wie gesagt, ich lege es drauf, mache es heiß und dann fange ich an, es runterzunehmen. Gut, dann fangen wir mal an. Wobei ich würde vorher noch kurz die Linse runternehmen. Dann habe ich erstens mehr Platz. Wobei auch nicht viel, aber die muss sowieso runter. Also man kann sie entweder von hier, es sind hier zwei Metallbügel, habe ich gesehen, und eine Gummidichtung. Man kann entweder drücken und drehen, dann müsste sie runtergehen, was aber ziemlich schwierig geht. Oder man kann hier reinhebeln und versuchen, den Metallring auszuhebeln. Ich weiß nicht, was klüger ist und was nicht. Das waren wieder die typischen YouTube-Videos. Ich habe schon 5-mal auseinandergebaut, dasselbe Teil. Das war schon sehr ausgelutscht und dann mache ich nur klack und dann geht's. Also ihr wisst ja, ich versuche euch immer ehrlich zu zeigen, wie aufwendig es wirklich ist. Und das ist manchmal sau aufwendig. Und manche Sachen sind einfach extrem, extrem fest und lassen sich eben nicht so leicht lösen, wie manche YouTuber euch zeigen wollen. Boah, das ist auf jeden Fall gut fest, das Ding. Tja, keine Ahnung. Ich habe schon gelesen, dass es nur mit Gewalt geht, die ganze GoPro zu zerlegen. Und das ist eigentlich nichts, was ich gerne mache. Deswegen bin ich auch immer ein Freund von PSPs. Da ist nichts geklebt, da ist alles geschraubt. Da kann man alles klicken
und zusammenstecken und muss hier nicht so eine Scheiße machen. Aber okay, ich versuch's mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Puh, ja, sehr geil. Okay, und das alles runter. Es ist auch noch heile. Ich habe es jetzt erst mit der Drehmethode versucht. Keine Chance. Dann habe ich es mit der Hochhebelmethode versucht. Und dann seht ihr hier diese Metallbügel, die ich gemeint habe. Und dann könnt ihr quasi hier unten drunter, müsst ihr hier über diese Nase drüber heben. Ne? Also ich bin hier erst mit dem Plastik drunter, habe einen Spalt gemacht. Und ne, also so. Dann hatte ich einen Spalt und habe ich hier diesen Bügel gesehen und bin dann quasi so drunter und habe ihn versucht hier oben drüber zu heben und dann ging es auf. Okay, das war noch der einfache Part, wenn ich mir so die Videos angucke. Wie gesagt, die Linse sieht gut aus bisher. Dann machen wir mal weiter mit dem Rest. Also ich versuche jetzt mal das hier irgendwie zu lösen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder in einer Stunde, wenn ich das Ding ganz kaputt gemacht habe. Okay, wow, das ging leichter als gedacht. Also ich habe es nicht warm gemacht. Ich bin einfach nur, ihr habt es gesehen, mit meinen iFixit-Dingern hier drunter. Und ihr seht, hier ist Kleber, den habe ich relativ leicht hochhebeln können. Und habt ihr den Dichtungskleber, ihr müsst hier ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Flexkabel, aber ich bin hier den Kleber entlang gegangen und dann hier hoch. Und dann hier rum und dann ging es eigentlich schon auf. Also das war leichter als gedacht. Man sieht es hier auch, dass irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist, dass der Kleber versagt hat, weil das könnte gut sein, weil der Dreck, den ihr hier gesehen habt, hier am Display, der ist wirklich auf dem Display. Also wahrscheinlich war irgendwo die Dichtung oder der Dichtungskleber nicht sauber drauf und so konnte die Feuchtigkeit hier dazwischen rein. Oder sie kam natürlich von innen, das wäre der Worst Case, wenn sie von innen kam. Das heißt, das Gehäuse war so voll gelaufen, dass es hier bis hier irgendwie herausgelaufen ist. So, und jetzt hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Torx. Get crispy. 6 Torx-Schrauben, die raus müssen und dann kann man das Gehäuse so rausnehmen. Das machen wir jetzt als nächstes. Jetzt muss ich erstmal kurz Torx. Gehört nicht zu meinem Standard PSP-Repertoire, aber ich habe einen T6, T4, denke ich mal. Nee. Okay, da muss ich kurz meinen Elektronikbaukasten. Ja, egal, ich bin gleich wieder da. So, ich habe dann den T4 gefunden. Jetzt machen wir mal weiter. Also, es sind 6 Torx-Schrauben, habe ich vorhin schon gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus. Ich sage es in meinen anderen Reparaturvideos immer wieder, merkt euch die Position der Schrauben, weil man oft vorher nicht weiß, ob es wirklich dieselben Schrauben sind überall an jeder Stelle. Also ob, wenn jetzt hier wie hier eine silberne und eine schwarze Schraube drin steckt, ob hier wirklich ein reines optisches Thema habt oder auch eine andere Länge, Größe ist und sowas. Deswegen merkt euch lieber mal vorher, wo welche Schraube war,
dann habt ihr weniger Probleme. Also ich nehme jetzt mal die Schrauben raus und dann sollten wir eigentlich das ganze Modul rausziehen können, um dann mal zu sehen, wie schlimm der Schaden ist. Also je weiter ich mich hier vorarbeite, desto weniger Hoffnung habe ich, dass die Reparatur funktioniert, weil die Korrosionsschäden, die man sieht, schon sehr stark sind. Und ich befürchte, dass das ganze Mainboard wahrscheinlich defekt sein wird. Oder wir hier sehr viele Komponenten haben, die einfach defekt sind. So, die 6 Schrauben sind raus und jetzt müsste man eigentlich, wenn ich mich richtig an die Videos erinnere, das Innenleben hier rausziehen können. So, ich versuche das mal und dann schauen wir mal weiter. So, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. In der Zeit brauche ich ungefähr 10 PSPs auseinander und wieder zusammen. Ich habe mir extra hier noch ein Tuch hingelegt, weil ihr seht hier, es so viel Dreck rausfliegt aus der PSP und so viel Korrosionsrückstände.
dass ich mir eigentlich mittlerweile zu 100% sicher bin, das Ding ist einfach nur noch Schrott. Da wird nicht mehr viel zu machen sein. Ja, also ihr seht es gerade hier unten, was auch immer das hier für ein Board ist. Keine Ahnung. Aber überall, wo man hinguckt, Korrosion. Seht es auch hier, oder ihr seht nichts gerade. Jetzt. Gerade der Bereich hier oben. Alles Korrosion. Auch hier die Pins. Wir gehen gleich mal an das Mikroskop, da sieht man es besser. Wir reinigen es dann mal, und dann schauen wir uns mal im Detail an. Wir messen mal ein bisschen, ob es irgendwo Kurzschlüsse gibt. Aber ich sehe hier echt schwarz. Hier ist Korrosion. Der Bereich sieht ganz gut aus eigentlich. Kamera. Das war USB-C. Der Bereich sieht ganz gut aus. Der Card Reader sieht zumindest hier innen drin ganz gut aus. Der Bereich sieht ganz gut aus. Hier der Batterieanschluss sieht übel aus. Das sieht ja übel aus. Aber wir messen mal. Also, wir gehen mal unter das Mikroskop. Und dann schauen wir mal, was hier unten drunter ist. Hier ein bisschen Wärmeleitpaste. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob hier auch Elektronik drunter ist oder nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Könnte ein Vorteil sein durch das Schild hier, dass die Feuchtigkeit nicht so weit vorgedrungen ist. Hier auch noch die Batterie. Die sieht okay aus, ein bisschen ankorrodiert. Ja, also wir gehen aufs Mikroskop, reinigen es mal von den Korrosionsspuren. Aber unterm Strich sehe ich hier echt schwarz. Auch hier an der Stelle, wo man hinsieht, alles korrodiert. Überall Korrosionsflecken, Korrosionsstellen. Auch an den Steckern. Also noch was sieht hier jetzt hier der Stecker des Displays. Ist, glaube ich, vollständig korrodiert an der Stelle. Was das hier ist, keine Ahnung. Und hier so ein Kartonband hängt mit irgendwas drunter hier. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Ding ist einfach nur für die Tonne. Aber gut, wir schauen weiter. Auch hier seht ihr es, ne? In den Anschlüssen. Überall Spuren von Korrosion. Wir werden es klar im Mikroskop noch genauer sehen. Aber ich sehe schwarz. Na gut. Okay. Dann sehen wir uns gleich weiter unter dem Mikroskop und schauen uns das Desaster hier mal in live an. So, schauen wir uns das Desaster mal im Mikroskop an. Also, wie ich schon mal gesagt habe und vermutet habe, wird hier vermutlich nicht mehr viel zu machen sein an der Stelle. Gehen wir ein bisschen ran. Ihr seht es hier vorne, manchmal ein bisschen sauber, aber hier sind wirklich ganze Komponenten wegkorrodiert. Diese Stelle hier, manchmal ein bisschen sauber, aber das sehe ich wirklich schlecht, schwarz für diese GoPro. Muss jetzt mal gucken, also ich werde sie jetzt mal sauber machen und dann werden wir mal ein bisschen messen, ob wir Kurzschlüsse haben, wie der Strom läuft und so weiter und so fort. Also ich mache sie jetzt mal sauber. Schau mal, dass ich die Korrosionsspuren wegbekomme. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht einen Fehler finden. Mal sehen, wie weit der. Oh Gott, ich glaube. Oh Mann, ich glaube, das können wir uns wahrscheinlich sparen. Ich mache es trotzdem, was mich interessiert, aber ich sehe extrem schwarz für diese GoPro. Ihr seht es hier, das ist nur noch ein einzelnes Korrosionsdesaster an der Stelle. Problem ist auch, das sind solche Mini-Komponenten, die hier verbaut sind, dass ich selbst mit meinem Mikroskop Probleme habe, nah genug ranzukommen. Aber ihr seht es auch hier. Ihr seht es auch hier mit dem Pinsel mal ein bisschen vielleicht eher. An dieser Stelle wirklich einen massiven Korrosionsangriff. Naja, ich mach's mal sauber, dann messe ich mal ein bisschen und dann schaue ich mal, ob es sich lohnt, hier noch
zu reflowen oder sonst irgendwas zu tun. Also, dann sehen wir uns gleich wieder mit vielleicht einem Ergebnis. So, wieder zurück auf der blauen Matte. Ich habe jetzt mal noch das Akkugehäuse rausgeholt und ihr seht schon, die schlimmste Befürchtung, es sieht hier drunter einfach auch nicht besser aus. Das ganze Gehäuse ist komplett korrodiert. Auch hier die Kontakte sind komplett korrodiert. Ich habe es jetzt mal hier angeschlossen, um zu sehen, ob die Spannung, also ich habe es, ihr seht, das Board sieht schon deutlich besser aus jetzt mittlerweile nach der Reinigung. Ich habe es einmal komplett gereinigt, die Korrosionsspuren abgenommen, aber man sieht schon immer noch, an diesem Bereich hier ist ein Pin korrodiert, das musste man nachlöten. Ich habe noch nichts gelötet, also noch nichts gereflowt. Ich wollte mal kurz mit Hot Air drüber gehen, aber es ist überall Kunststoff. Also ich kann es auch nicht mal großflächig reflowen, wie der Gedanke war. Also man müsste wirklich speziell auf die Komponenten gehen, aber das ist dieses Nadel im Heuhaufen. Das Hitzeschild hier habe ich auch noch nicht drunter gemacht. Darunter befindet sich ja der Prozessor. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass hier kein Wasser reingelaufen ist. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht drunter nehmen, weil es relativ schwierig ist. Aber ich wollte jetzt einfach mal testen, ob Spannung reinkommt. Das heißt, ich habe das Batteriegehäuse, ich habe den Akku rein, ich habe das Batteriegehäuse angeschlossen und wollte jetzt einfach mal kurz messen, wie viel, ob die Spannung überhaupt aufs Board gelangt, weil auch der Stecker der Batterie schon komplett korrodiert war. So, ich habe vorher schon mal kurz die Punkte gemessen. Ihr habt es gesehen, vielleicht im Zeitraffer-Video, dass ich die Pins geschliffen hatte, aber die waren auch komplett korrodiert. Und wir haben hier den Pin für Strom. Also ich bin hier einmal auf Ground, also das ist glaube ich auch Ground, bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau. Also an den Testpoints seht ihr hier, 4 Volt kommen auf jeden Fall auf das Board. Das heißt, wir bringen schon mal Spannung auf das Board. Jetzt würde ich als nächstes mal quick and dirty versuchen, die Flexkabel wieder zu stecken. Ich sehe gerade, ich muss aber vorher hier nochmal kurz drüber gehen. Hier ist immer noch Korrosion, das habe ich noch nicht gemacht. Dann würde ich es mal stecken und mal schauen, ob es irgendein Lebenszeichen gibt. Jetzt, wo ich weiß, es kommt Strom auf die auf das Board und dann mal gucken, ob ich noch weitermache oder ob es ein Game Over ist. Also ich befürchte, es ist ein sehr starkes Game Over aufgrund dieser massiven Korrosion, aber so schnell gebe ich noch nicht auf. Ich mache mal weiter, ich mache es mal ein bisschen sauber noch, die Pins, und dann stecke ich es mal an. So,
Schauen wir mal. Also ich habe jetzt mal eigentlich nur das Display, das hintere Display, Batterie und den Knopf dran. Jetzt drücken wir mal. Jetzt schauen wir mal, ob was passiert. Irgendwo irgendwas lebt. Ich vermute, das passiert gar nichts. Die Frage ist, funktioniert es, wenn die anderen Komponenten nicht mit dran sind? Aber ich vermute schon, also ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Ohne das. Wir können mal noch den USB-C-Port wieder anstecken und nochmal über USB-C Spannung drauf geben. Aber selbst hier ist alles korrodiert. Ja. Genau. So. Das Problem auch ist, es gibt keine Schemazeichnungen. Ich habe geguckt, ob ich eine, ähnlich wie bei der PSP zum Beispiel oder von vielen Mainboards, eine Beschreibung finde, das Mainboards hier. Aber das gibt's nicht. Das scheint sehr restriktiv gehandhabt zu sein von GoPro, beziehungsweise ist einfach eine vielleicht zu große Nische. Wobei, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Jedenfalls gibt es keine, zumindest habe ich keine gefunden, kein Schema der das Mainboards. Was natürlich eine Reparatur und Fehlersuche extrem schwierig macht, weil man nicht weiß, in welche Richtung der Strom fließt, wo Spannung sein muss, wenn es anders ist, wie die Startprozeduren aussehen und so weiter. Das nächste Problem, das Hauptproblem ist aber auch, dass wir hier Komponenten verbaut haben, die einfach derart winzig sind, dass wir überhaupt keine Chance haben. So, dann testen wir es nochmal. Ich hole nochmal die Powerbank und schaue mal, ob jetzt spannungstechnisch mehr passiert. Schließen wir mal an. Also alles wie bisher. USB ist noch dran. USB. Oh, sorry, falsches Kabel. So, USB-C. Oder auch nicht. Wieder das falsche. Sorry. Zu viele Kabel hier. Okay. So. Jetzt habe ich das Richtige. Also USB-C an und Powerbank an. Das Licht geht an, das war beim letzten Mal auch schon so kurz. Also 5 Volt liegen an, aber es passiert erstmal nichts. So, wir drücken mal nochmal auf den Mode-Knopf, sofern ich rankomme, beziehungsweise wir können auch hier auf den Aufnahmeknopf drücken. Passiert nichts, so drücken wir mal den Mode-Knopf. Ich hoffe, ihr seht es, aber es passiert nichts. Ich würde sagen, wenn das irgendwas leben würde. Also unverändert würde ich sagen an der Stelle. Unverändert. Tja, ich befürchte, hier lässt sich echt nichts mehr machen. Das Ding ist derart korrodiert und defekt, dass ich hier mittlerweile echt nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Das ist mein Hauptproblem. Ich weiß, es kommen die 5 Volt an Bord an. Es wird jetzt auch nichts heiß aktuell, wo ich sage, okay, hier ist ein offensichtlicher Kurzschluss. Aber es passiert einfach nichts. Ich habe mal versucht, die Knöpfe auch in Gang zu kriegen, dass zumindest mal dahingehend irgendwas passiert, aber keine Chance an der Stelle. Tja, von daher würde ich mal sagen, scheint ein Game Over zu sein.
So, wieder zurück und im Mikroskop. So schnell gebe ich noch nicht auf, habe ich beschlossen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar üblich verdächtige reflowen, sage ich mal. Also ich werde gerade die relativ schlechten Bereiche, die man hier sieht, teilweise einmal nachlöten, ein bisschen gucken, ob ich vielleicht irgendwas finde, was hilft. Also gerade hier so solche Bereiche, die extrem oxidiert sind oder korrodiert sind an der Stelle. Ja, es ist ein bisschen stochern und hoffen und aber bevor ich wirklich aufgebe und sage, es ist ein Game Over aufgrund der massiven Korrosion, habe ich mir gedacht, versuche ich es mal und gehe mal ein bisschen in die Offensive, sage ich jetzt mal. So, also wir werden mal hier versuchen, den Kunststoff hier ein bisschen entlang zu gehen, um zu schauen, ob man hier irgendwo etwas reinbringen kann. Okay, das versuche ich mal. Ich werde mal ein paar Stellen nachgehen. Genauso auch das hier. Ich denke, das ist eine Sicherung. Das war extrem oxidiert. Vielleicht hilft das ein bisschen. Und dann schauen wir mal diese Bereiche. Ich werde immer ein bisschen drauf gehen und dann hoffe ich, dass es ein bisschen was hilft. Gut, legen wir mal los. Thank you.
Ich habe jetzt mal noch einfach verrückt drauf losgelötet, aber das ist so klein und so kaputt. Es ist echt unmöglich. Ihr habt es gesehen, ich sah vielleicht ein bisschen stümperhaft aus, aber ich hatte versucht hier, ich denke, es war eine Sicherung, weil es blau war und vom Aussehen und der Position relativ nahe hier. Egal, ich habe versucht, das Ding hier zu reflowen, sage ich mal, weil ich bin ein bisschen näher ran. Aber ihr seht, es ist zerfallen. Das Ding ist einfach zerfallen. Ich wollte es runternehmen. Es ist mir am Lötkolben und an der Pinzette einfach zerfallen. Es war erstens so klein und war einfach komplett durchkorrodiert. Das war auch die Stelle, falls ihr euch noch an den Anfang erinnert, die wirklich komplett schwarz war. Und ihr seht es auch hier noch ein bisschen. Das Pad war einfach runter. Ich habe auf gut Glück einfach mal hier ein bisschen neben dem Pad freigeschliffen und versucht, hier eine ganz stümperhafte Brücke zu machen. Aber ich weiß nicht, wohin die Leiterbahnen gehen. Es könnte sein, dass sie hier nach. Hier ist ein Testpad. Hier sieht es nach Leiterbahn aus, dass die hierher geht. Also wahrscheinlich hätte man es auch hierüber verbinden können. Aber das wäre eine Baustelle. Dann geht es hier oben weiter. Ich habe versucht, hier ein bisschen, so gut es geht, die korrodierten Bereiche zu entfernen. Aber ihr seht es hier, auch hier sind die Pads komplett weg. Und deswegen keine Chance. Hier ist eins, ich sehe keine Leiterbahn. Vielleicht ist es auch nur ein Todespad, kann sein, dass es gar keine Funktion hat, weil. Hier sehe ich die Leiterbahnen und die Pads, aber es kann natürlich sein, dass es mehrlagiges Board ist und es einfach nach unten geht und man sieht es nicht. Und dann geht es natürlich weiter. Also es sind viele solche Stellen, die einfach komplett verrottet sind. Auch hier an der Stelle ist noch gar nicht sauber gemacht, aber sobald hier ein bisschen ganz leider ist, ich habe jetzt wirklich überhaupt keinen Druck, den ich hier aufbringe, drüber gehe, sofort seht ihr, wie erstens die Korrosion weggeht und drunter sieht es dann manchmal ganz okay aus. Aber auf den zweiten Blick sind dann einfach die Pads verrottet. Kurzum, für mich Game Over. Ich werde sie jetzt nochmal zusammenbauen, einmal komplett. Und dann schalte ich sie nochmal ein. Sie wird nicht funktionieren, bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Aber so als Abschluss des Videos. Und dann gibt es nochmal ein ganz kurzes Fazit. Bis gleich.
So, das ist gute Ding. Wieder zusammengebaut. Man sieht eigentlich bis auf hier den Spalt. Den könnte man natürlich, indem man noch ein bisschen Kleber verwendet, wieder enger machen. Aber ansonsten sieht es eigentlich wieder aus wie vorher. Muss ich sagen, ich habe es ja auch, ich habe es gesehen, noch mal ein bisschen sauber gemacht. Puh, ist eigentlich nur der Optik wegen, hat eigentlich wenig Bewanderung, weil sie ist einfach nur defekt und ich wüsste nicht, was man damit anfangen kann. Schade, ich hätte gerne gewusst, ob das Display noch geht. Dann hätte man sie zumindest als Ersatzteil verwenden können. Aber wir testen es jetzt mal trotzdem, ob es eine Wunderheilung gegeben hat. Aber ich wüsste nicht, was jetzt anders ist als vorher. Eigentlich sogar noch mehr kaputt, weil wie dieses eine Sicherungsteil zerbröselt ist. Aber gut, das war eh schon nicht verbunden. Von daher, mehr kaputt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt auch nicht besser als vorher. So, Akku ist drin. Wir starten mal. Und das passiert nichts, genauso wie vorher. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Wir können noch einmal, weil wir gerade eh das Video schon wahrscheinlich über eine Stunde haben, den USB-Port einstecken und schauen, ob was die Ladeanzeige so ausgibt. So, ich stelle es mal hin, dann seht ihr es. Also 5 Volt haben wir gerade, 0 Ampere, klar. Wir stecken mal an. Diesmal das richtige Kabel. Und wir achten mal auf die Anzeige. Und das ist die LED. Wenn ich es anstecke, LED leuchtet. 200 mA werden gezogen und die LED geht wieder aus. Selber Effekt wie vorher auch, bevor ich angefangen habe, irgendwas zu machen. Sie lässt sich auch nicht starten. Wir drehen mal das USB-C-Kabel nochmal um. Das hatte vorhin einen anderen Effekt. Ja, selbe 200 mA geht wieder aus. Also unterm Strich irgendwas defekt, aber bei dem Mainboard und bei dem Wasserschaden, den ihr gesehen habt, wundert mich das auch nicht. Das war meine erste GoPro-Reparatur, meine erste GoPro mit Wasserschaden und ich werde definitiv auf diesem Kanal keine GoPro mehr zerlegen und auch definitiv nichts mehr mit einem Wasserschaden so schnell angehen. Bei den PSPs weiß ich, was ich tue, aber keine neuen Geräte mit Wasserschaden. Die GoPro absolut nicht Reparatur geeignet, meiner Meinung nach. Alles verklebt, alles extrem eng und sehr filigran. Es gibt keine Ersatzteile. Ja, unterm Strich könnt ihr die Dinger wahrscheinlich, wenn sie einen Wasserschaden haben, einfach nur wegwerfen. Gut, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gelernt. Vielleicht ein bisschen Teardown oder ein paar Infos, ein paar Side-Infos. Lasst mir bitte gerne einen Daumen da. Ein Abo. Ich habe sehr viele Nutzer, die ohne Abo schauen, wie die meisten wahrscheinlich auch. Danke nochmal an alle, die mir spenden, die über Patreon mir Geld zukommen lassen, die in meinem Shop einkaufen. Echt sehr gut. Vielen Dank dafür. Falls ihr Hilfe braucht, über Patreon könnt ihr euch auch in meinen Discord-Channel einbuchen. Da bekommt ihr geführte Reparaturen für PSPs zum Beispiel. Und unterstützt mich ein bisschen. Vielen Dank. Schreibt einen Kommentar. Ich lese jeden Kommentar, ich beantworte jeden Kommentar und ich freue mich über jeden Kommentar. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.